Hallo ihr Lieben, ich bin Kaya und bei mir hat sich ein bisschen was verändert, denn ich bin schwanger. Was sich aber nicht verändert hat, ich werde auf jeden Fall weiter für euch Workouts produzieren. Und heute starten wir mit einem Warm-up speziell fürs erste und fürs zweite Trimester. Das könnt ihr ab jetzt vor jedem eigenen Workout machen oder einfach morgens zum Wachwerden. Also ab auf die Matte mit euch und viel Spaß. Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, jeder Körper ist anders und jede Schwangerschaft verläuft natürlich komplett anders. Also achte gerade in dieser Zeit noch viel mehr auf deinen Körper. Und wenn in irgendeiner Übung sich was nicht gut anfühlt oder es im Bauch zieht, leg bitte kurz eine Pause ein und dann steig einfach ganz entspannt wieder ein. Dann schnapp dir jetzt deine Matte und wir legen los. Wir wärmen erstmal die Schultern auf. Kreis mal deine Arme von vorne nach hinten in großen Kreisen. Komm erstmal ganz entspannt hier an. Wir machen nur noch einen. Und dann wechseln wir die Seite. Und ihr kreist von hinten nach vorne. Auch wieder in ganz großen Kreisen. Wir machen nur noch einen. Und dann stellt euch gerne mit den Füßen noch mal ein bisschen breiter. Und wir rotieren nur den Oberkörper einmal zur linken Seite. Genau. Du schaust jetzt mit deinem Blick über die linke Schulter. Atme hier tief in den Bauch. Und dann wechsel die Seite. Rotier einmal nach rechts. Schau über die rechte Schulter. Und löse langsam. Wir machen jede Seite noch einmal. Einmal nach links. Und einmal nach rechts. Sehr gut. Dann greif dir jetzt dein rechtes Knie, ziehst zu dir ran, gerne ein bisschen seitlich, wenn dein Bauch schon ein bisschen größer ist, und rotier mal deinen Fuß zu beiden Seiten. Locker dein Fußgelenk. Und dann mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Komm in deinen Ausfallschritt. Streck das hintere Bein und lehn dich jetzt rüber zur linken Seite. Yes. Wir wollen rechts den Hüftbeuger dehnen und deine rechte Seite ganz lang machen. Dann löse langsam. Komm nochmal in deinen Stand. Zieh nochmal das rechte Knie zu dir ran. Rotier nochmal den Fuß. Und komm nochmal in deinen Ausfallschritt nach hinten. Lehn dich wieder nach links. Genieß die Dehnung. Und dann löse langsam und wir wechseln die Seite. Linkes Knie zu dir ranziehen, Fuß rotieren. Und dann einen großen Schritt zurück machen, auch auf der Seite. Sehr gut. Hinteres Bein strecken und zieh dich jetzt ganz weit rüber zur rechten Seite. Dann löse langsam und das machen wir noch einmal. Lass dir Zeit. Und großer Schritt zurück.
Sehr gut. Genieß die Dehnung, werd langsam warm und mobil. Und dann bleib hier in deinem Ausfallschritt und komm mit dem hinteren Knie zum Boden. Komm in deinen Deep Lunge. Beim Einatmen schiebst du die Hüfte nach vorne, streckst die Arme nach oben, machst dich also ganz lang. Beim Ausatmen schiebst du die Hüfte zurück und deine Arme gehen zurück. Mit deinem Atem fließt du jetzt nach vorne und wieder zurück in deinem Tempo. Wir öffnen hier den Hüftbeuger, dehnen deine Hamstrings und machen dich mobil. Wir machen hier gemeinsam noch einen und dann wechseln wir ganz entspannt die Seite. Stell deinen linken Fuß nach vorne, hinteres Knie zum Boden. Und hier auch wieder einatmen, Hüfte nach vorne schieben, mach die Vorderseite ganz lang. Ausatmen, schieb die Hüfte zurück, dehn deine Hamstrings. Yes. Wir machen hier noch einen. Und dann krabbel ganz entspannt ans Ende deiner Matte in deinen Deep Squat. Fersen auf dem Boden, drück die Knie auseinander, Schulterblätter zusammen, Schultern weg von den Ohren. Und dann rotier mal deinen Kopf über vorne von einer zur anderen Seite. Hier auch mal deine Handgelenke. Und greif dann mit der linken Hand das rechte Fußgelenk. Und mit der rechten Hand rotierst du dich einmal auf nach oben. Wir dehnen jetzt hier nochmal deine Schulter. Und dann wechsel die Seite. Atme tief in deinen Bauch. Und probier deine Knie noch mal ein bisschen mehr auseinanderzuziehen. Wir machen jede Seite noch einmal. Und dann krabbel ganz entspannt und dynamisch nach vorne dein hohes Plank. Und hier hältst du kurz. Wir wollen den Core und den Oberkörper aufwärmen. Wenn dir das hier zu anstrengend ist, setzt du im hohen Plank einfach die Knie ab. Krabbel zurück und wieder nach vorne ins hohe Plank. Halte hier kurz und wieder zurück. Wir machen noch einen. Und dann komm in deinen Vierfüßler. Deine Schultern sind über deinen Händen, die Hüfte direkt über den Knien ausgerichtet. Dann kommen wir in Katze-Kuh, um deinen Rücken zu mobilisieren. Atme ein, komm in dein gefühltes Hohlkreuz. Schau nach vorne über deine Matte. Atme aus. Mach deinen Rücken ganz rund. Yes, Katzenbuckel. Thank you.
Und dann stell deine Fußspitzen auf, streck deine Beine und schieb die Hüfte zurück. Und lauf dich hier gerne mal aus, abwechselnd die Fersen Richtung Boden ziehen. Schüttel mal den Kopf aus, lass den Rücken schön lang. Und dann lauf langsam mit deinen Händen zu deinen Füßen. Wir wollen nochmal den Unterkörper mobilisieren. Und jetzt winkel die Knie an. Setz dich wie in eine Hocke. Hier streckst du die Brust raus, atmest ein. Perfekt. Und beim Ausatmen streckst du die Beine. Und in dem Wechsel bleibst du jetzt einatmen. Knie beugen, Brust raus. Ausatmen, Beine strecken. Perfekt. Wir machen hier noch einen. Und dann beug ein bisschen deine Knie. Roll dich ganz langsam auf. Roll nochmal die Schultern zurück. Und das war dein Warm-up. Ich hoffe, du bist jetzt wach, mobil und richtig schön aufgewärmt für dein Training oder bereit für deinen Tag. Ich freue mich riesig, dass du mit mir trainiert hast. Und schreib mir doch super gerne in die Kommentare, welche Schwangerschafts-Workouts du dir für die nächsten Monate wünschst. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, entweder bei einem gemeinsamen Training oder bei einem Warm-up.